bin's Lukas vom Wien Tattoo. Heute will ich dir mal darüber erzählen, was der Unterschied zwischen einer günstigen und einer teuren Tattoo-Maschine ist, beziehungsweise gibt es da Qualitätsunterschiede, was kann ich mir darunter vorstellen und wie kann man das genau erklären. Aber bevor das Video losgeht, haben wir selbstverständlich wieder mal einen Promocode in unserem Video versteckt. Der ist nur eine Sekunde irgendwo im Video sichtbar und wenn du den entdeckst, kriegst du bei uns 25% auf dein nächstes Tattoo. Was du dafür machen musst, ist uns einfach auf YouTube und Instagram abonnieren und sobald du diesen Code hast, kriegst du die 25% auf dein nächstes Tattoo. Als kleine Anmerkung, diese Promo-Codes sind nur für neue Sessions möglich. Das heißt, hast du schon eine Session bei uns gebucht, ist das leider nicht möglich. Das geht dann erst beim nächsten Tattoo. Als kleine Info nebenbei. So, als erstes gehe ich auf die günstige Variante der Tattoo-Maschinen ein. Mittlerweile kann man sich gefühlt fast überall Tattoo-Maschinen holen. Es gibt sehr, sehr günstige Varianten auf Amazon und auch so in irgendwelchen Tattoo-Seiten oder sonst was. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, wo ich angefangen habe, habe ich mir natürlich auch eine günstige Maschine geholt, einfach um zu sehen, ob mir das liegt, wo ich angefangen habe zu tätowieren, klappt das alles und wie sind diese Maschinen. Man muss zu diesen Maschinen auch sagen, dass die Qualität, die diese Maschinen haben, preis-leistungstechnisch gar nicht so schlecht ist, meiner Meinung nach. Es gibt Maschinen, die kriegst du für unter 200 oder 150 Euro und diese Maschinen können das tun, was sie sollen. Der kleine Makel daran ist, dass mit diesen Maschinen zum Beispiel nicht alles möglich ist. Also im Vergleich zu einer teure Maschinen sind natürlich meistens von professionellen Herstellern, von professionellen Tattoo-Marken hergestellt und diese müssen auch aufgrund deren Rufes eine gewisse Qualität auf jeden Fall gewährleisten. Also ich habe mittlerweile auch eine ziemlich teure Maschine, also die kostet fast 1000 Euro. Das ist verhältnismäßig. Ich finde, das ist viel Geld. Das ist für die meisten Leute, denke ich mal, auch viel Geld. Und bei diesen Maschinen kannst du zum Beispiel im Groben und Guten alles mit diesen Maschinen machen, weil die das einfach gewährleisten müssen. Also, zu diesen günstigen Maschinen habe ich ein paar Fakten. So, Fakt Nummer 1. Die meisten günstigen Maschinen, beziehungsweise ich kann es auch billige Maschinen nennen, klingt fies, aber ist oft so, haben einfach nicht eine lange Lebenszeit. Das heißt, du kannst ihn ja benutzen und danach funktioniert das mit der Nadel nicht mehr so gut. Irgendwie gibt es da Probleme. Also das kann sein, dass sie nicht gleichmäßig mehr sticht, die Nadel. Oder du Probleme hast, wenn du die Nadelstärke oder die Nadellänge einstellen willst, dass du da wirklich Probleme bekommst. Das weiß ich auch aus eigener Erfahrung. Das war bei meiner Maschine der Fall. Und da will ich auch mein persönliches Feedback mit einbringen. Das heißt, bei diesen Maschinen musst du damit rechnen, dass du sie nicht für 5-6 Jahre benutzen kannst, beziehungsweise überhaupt für 2 Jahre. Das ist schon beim Tätowieren eine lange Zeit. Und viele Tätowierer holen sich da dann auch schon wieder ein besseres Modell, weil man einfach viel, viel besser arbeiten kann. Fakt Nummer 2 ist der Fakt, dass mit den günstigen bzw. billigeren Maschinen kannst du oft dich eher auf eine Sache, aufs Linien bzw. Lining oder das Schattieren, das Shading konzentrieren. Das heißt, viele, viele Maschinen, die tun sich ganz gut. Auch aus persönlichen Erfahrungen ist es einfach so, dass viele Maschinen nur Lining wirklich die Qualität herbringen, die du haben möchtest. Und manchmal hast du dann sogar das Problem, dass du dir denkst, ey, eigentlich mache ich das doch ganz gut und dann kann es wirklich an der Maschine liegen, dass die Linien immer nicht ganz gut sitzen oder die Nadel einfach nicht gleichmäßig aus der Maschine rauskommt. Und das passiert leider oft bei so billigen Maschinen. Deswegen fürs Lernen und für die ersten Schritte sind diese Maschinen wunderbar. Da würde ich dir das auch immer empfehlen, bevor du jetzt richtig, richtig viel Geld investierst in das Ganze und merkst, ey, so gut liegt mir das nicht oder das Ergebnis, was ich da mache, ist doch nicht das, was ich will. Es kann an der Maschine liegen, aber ich würde es dir trotzdem empfehlen, immer erst zur günstigen Variante einfach für den Lernprozess zu gehen. Und sobald es wirklich an den Menschen geht, würde ich dir immer empfehlen und ich würde es auch nicht gut heißen, wenn man wirklich mit einer billigen Maschine an Personen rangeht, weil wir reden hier von Menschen, wir reden von dem Motiv und es soll schon die Qualität bringen, dass du und der Kunde auf jeden Fall vertreten kann. Also meiner Erfahrung nach, für den dritten Fakt ist es so, viele, viele, viele von diesen günstigen Maschinen, bei denen kannst du zwar die Lines machen, aber das Shading ist Horror, also da gibt es Stellen oder bestimmte
Motive, die du machen willst, die einfach gar nicht ganz, also nicht das perfekte Resultat einfach ermöglichen mit solchen Maschinen. Das ist unmöglich. Also ich habe mehrere Maschinen und ich habe auch gemerkt, dass es selbst bei den teureren Unterschiede gibt, mit welcher du ein bisschen besser und ein bisschen schlechter Schäden oder Lining machen kannst. Aber im Grundlegenden können alle Maschinen, die ich gerade habe, ist von einer sehr bekannten Marke. Ich will hier jetzt keine Marken nennen. Und bei dieser Maschine muss ich schon sagen, die tut, was sie soll. Ich hatte bis jetzt noch keine bessere und ich kann es nur jedem ans Herz raten. Wenn du wirklich Qualität bringen willst oder qualitative Arbeit, solltest du dir auch eine teurere Maschine bzw. auf Qualität achten. Es gibt auch Angebote und sonst was, aber diese Maschinen sind nicht günstig. Das ist so, aber dafür weißt du auch, was du für dein Geld bekommst. Also, kommen wir zum Fazit. Günstige Maschinen im Verhältnis zu teuren Maschinen haben einen Qualitätsverlust oder beziehungsweise können nicht die Qualität wie bei teureren Maschinen gewährleisten. Das ist leider so. Vielleicht hat der ein oder andere eine Maschine, die relativ preiswert ist und tut, was sie soll. Ich will jetzt nicht jede günstige Maschine in den Dreck reden oder schlecht reden. Aber im Großen und Ganzen kannst du mit einer qualitativ hochwertigeren Maschine, die dementsprechend auch teurer ist, einfach viel, viel sauberer und besser arbeiten. Und das ist erstens für dich als Tätowierer angenehm oder auch für dich als Lehrling oder Rookie, was auch immer. Damit kannst du einfach deutlich besser arbeiten. Das heißt, wenn du jetzt im Lernprozess bist, wie gesagt, ich habe auch mit einer günstigen Amazon-Maschine sogar angefangen und mit dieser Maschine konnte ich das machen, was ich machen wollte. Es hat auch gut geklappt. Und fürs Lining und sonst was, was du im Grundlegenden das Wichtigste beim Lernprozess am Anfang ist, kannst du diese Maschinen benutzen, auf jeden Fall. Aber sobald es an den Menschen geht, rate ich dir und ich würde es mir auch wünschen, dass du wirklich zu einer qualitativ hochwertigen Maschine greifst, das Geld in die Hand nimmst oder auch mal sparst, weil ganz am Ende wirst du selbst merken, diesen Unterschied. Und sobald du auch die verschiedenen Maschinen hast, merkst du deutliche Unterschiede. Das heißt, wenn es wirklich der Fall ist und du willst Tätowierer werden und du möchtest bei Menschen tätowieren, bitte benutze eine qualitativ hochwertige Maschine zum Wohl aller anderen. Also, zum Schluss zu kommen, die billigen Maschinen gewährleisten das, was du möchtest zum Lernen. Dafür kann ich es dir auch ans Herz legen. Aber sobald du weiter den Prozess fortführen willst, dann, um auch alles zu erfüllen, Lining, Shading und, greift zu einer qualitativ hochwertigen Maschine, die entsprechend auch teurer sein wird, aber du wirst es nicht bereuen und die kannst du auch ein paar Jahre benutzen. Da geht auch nicht wirklich schnell was kaputt, von daher hast du da auch sowieso immer nochmal einen Qualitätscheck, den du hast und eine Garantie, von daher, wenn es da der Fall sein wird, dann greif zur teuren Maschine. So, dann sind wir auch schon wieder beim Ende angelangt. Falls du dazu noch Fragen hast oder dir irgendwelche Einwände eingefallen sind, du irgendwas unklar ist, dann kannst du uns gerne in den Kommentaren fragen. Ich würde mich auch sehr über ein positives Feedback, auch über ein schlechtes Feedback von dir freuen, einfach damit wir uns verbessern können. Wir wollen uns auch verbessern, wir wollen die Qualität der Videos verbessern. Und sobald du irgendwelche Videoideen oder sonst was hast, gerne in den Kommentaren, wir würden uns sehr darüber freuen. Vergiss uns nicht zu abonnieren und wir sehen uns im nächsten Video. Bis bald. Ciao, ciao.